Scharrende Hufe, Blasmusik, Kücherl und strahlender Sonnenschein. All das prägte am vergangenen Sonntag den 26. Martini-Ritt in Lengenfeld. St. Martin ist der Schutzpatron der örtlichen Kirche. Und natürlich hat der Martini-Ritt etwas mit dem heiligen Martin zu tun, welcher im Winter des Jahres 334 mit einem Schwert seinen Mantel für einen frierenden Bettler teilte. Die Tradition der Veranstaltung geht vermutlich bis in die fränkische Zeit zurück. Damals war Lengenfeld wohl ein langes Feld, auf dem im Frühjahr und im Herbst, also zu Beginn und zum Ende der Kriegszeiten, jedes Mal Truppenparaden mit Pferdesegnungen stattfanden. Der heilige Martin war ja zunächst Soldat und damit natürlich war er immer mit Pferd unterwegs und von daher diese Verbindung. Und bereits im 18. Jahrhundert ist hier ein Martini-Ritt überliefert. Er ist aber dann wieder eingeschlafen, natürlich, weil es fast keine Pferde mehr gab. Und vor 26 Jahren hat der hiesige Wirt Hans Konrad Winkler diese Tradition wiederbelebt. Und so war heute der 26. Martini-Ritt von Lengenfeld. Am Sonntagmittag versammelten sich Reiter mit ihren Pferden und Kutschen jeder Größe und jeden Alters am Gasthaus Winkler. Festlich geschmückt ging es vorbei an zahlreichen Zuschauern bis zur Martini-Kapelle. Hier fand dann die traditionelle Segnung mit Salz und Brot durch Ortspfarrer Jan Lamparski statt, im Beisein des diesjährigen Ehrengastes Abt Thomas Maria Freihardt, welcher die Weiterführung der Tradition begrüßt. Ich denke, somit beachten wir auch die Schöpfung. Die Tiere gehören mit zur Schöpfung dazu. Und wir erbitten für sie den Segen Gottes, dass sie geschützt sind vor Seuchen, Krankheiten, dass sie so auch zur Freude der Menschen da sind. Nach einem Zug durch den Ort endete der Martini-Ritt mit der Segnung der vorbeiziehenden Gespanne mit der Martinsreliquie. Während der Veranstaltung verschwand übrigens nach und nach die Sonne, weshalb wir uns durchaus den echten St. Martin auf dem Pferd herbeigewünscht hätten. Einen halben Mantel hätten wir da gut brauchen können.